So, Servusler, wir machen weiter im letzten Level in der Mitte, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Mir ist aufgefallen, dass ich im letzten Part vergessen habe, die Partnummer umzustellen. So haben wir jetzt zumindest in der Theorie zweimal in einer 40. Part. Aber das ist mir jetzt ja wurscht. Es musste ja irgendwann einmal passieren. So. Wie soll man da so schnell runterkommen? Leck. Leute, das war's. Der Hammer, Leute. Wir haben das Spiel durch. Kann ich euch nur kurz zeigen? Ich habe hier schon alle durch. Das ist ein wenig ein Gag von den Entwicklern, denke ich mal. Das geht bis 99. Aber das ist nicht wählbar. Also egal, was wir da drücken, ist nicht wählbar. Ja, Leute. Wir haben das Spiel durch. Aber ich habe mir da noch irgendwo was notiert gehabt. Genau. Und da schauen wir jetzt nach. Und zwar in den normalen Stages. Im Level 8. Das müsst ihr euch jetzt noch antun. Ob ihr wollt oder nicht. Und zwar habe ich da, wie ich das erste Mal da drin war, ich weiß gar nicht mehr, was das für Part war, ziemlich am Anfang noch, festgestellt, dass es so aussah, als würde es oben lang gehen. Und das will ich jetzt auch wissen. Na komm. Oder was? Oh, verdammt. Ach, bin ich ein Depp. Fehle ich schon so im lamen Billig-Level. Alter, was mache ich denn da? Hä, was mache ich hier? Was tue ich jetzt da? Ich wollte doch bloß schauen, ob es da ein Secret gibt. Sollte es da ein Secret geben, dann stelle ich mir spontan die Frage, gibt es denn in dem Spiel mehr? Und ich habe bis auf die eine Stelle da, ist mir nichts aufgefallen. Aber das werden wir dann gleich sehen. Na komm. Kam es dann da? Genau, da ist der Pilz und da ging es oben lang. Da geht es wirklich weiter, Leute.
Ja, was genau bringt uns das jetzt? Das ist doch jetzt die ganz normale Stage, oder? Klein sind wir auch wieder. Ja, das war jetzt mal sinnlos, aber interessant. Wenn einer von euch weiß, ob es da mehr Secret Exit gibt. Ich habe jetzt nur den einen gefunden. Vielleicht gibt es noch viel mehr, vielleicht gibt es noch ganz andere Secrets, auf die ich überhaupt nicht aufpasst habe, auf die ich überhaupt nicht gestoßen bin. Sollte dem so sein, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Sollten interessante Sachen dabei sein, die ich noch nicht entdeckt habe, werden wir das in einem extra Part nachholen. Ja, abschließend nur ein Fazit. Das komplette Let's Play war seit langem wieder mal mein erstes, oder was war mein erstes Let's Play seit langem, sagen wir mal so. War begleitet von Höhen und Tiefen. Also wir haben alles mitgemacht, von Mikrofondefekten bis hin zu stellend auf ein neues Headset und so weiter. Wir haben sämtliche optischen Qualitäten durchgemacht. Desaster wie mein Computerausstieg. Alles dabei gewesen. Es hat mir Spaß gemacht. Es war sehr schön. Ich bleibe auf jeden Fall dabei. Ja, bedanken möchte ich mich hier an der Stelle bei den ganzen neuen Abonnementen, die vermutlich aufgrund des Spiels oder aber auch aufgrund der Let's Plays meiner Kinder mich abonniert haben. Bedanken möchte ich mich bei den Leuten, die es wirklich geschafft haben, durchzuhalten und sich die Parts alle anzuschauen. Es sind nicht viele, aber es sind ein paar hartnäckige dabei. Bedanken möchte ich mir aber meine Schnecke, die ohne Murren und Knurren mich zocken lässt, wann ich will. Ja, so viel dazu. Jetzt zum Spiel selber. Ja, Gesamteindruck vom Spiel. Es ist zwar ein Jump'n'Run, aber das Spiel selber will an sich gar nicht ernst genommen werden. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. Das Spiel ist sauschwer. Also die extra Stages sind sauschwer. Ja, und das ist zum Trollen. Das ist Absicht. Das Spiel will gar nicht, oder das wurde gar nicht entwickelt, um irgendwie groß rauszukommen oder sich in eine Riege mit berühmten Jump'n'Runs zu erheben. Das Spiel will das gar nicht. Die Entwickler hatten es geil vor. Das ist einzig und allein, um den Spieler zu dissen, um dann zu trollen, um dann zu ärgern. Ja, und das, wie sie das gemacht haben, das haben wir ja gesehen. Die Entwickler, ja, die haben ganz dreist Super Mario Bros. 1 und Super Mario Bros. Lost Levels geklont, beziehungsweise sich da die Ideen geholt. Der Grafikstil ist, wie schon mal angesprochen, definitiv, na, ist über Super Nintendo Niveau, ist aber an die Super Nintendo Grafik angelehnt, also an Super Mario All-Stars. Ja, ansonsten die normalen Stages entsprechen in etwa einem Super Mario Bros. 1 Klon. Und die Extra Stages sind das Gegenstück dazu, zu den Lost Levels. Allerdings, da wo Super Mario 1 aufhört von der Schwierigkeit her, da fangen hier die Extra Stages an. Und da wo Lost Levels aufhört, da fangen hier Da wo Mario 1 aufhört, da fangen hier die normalen Stages an, und da wo Lost Levels aufhört, da fangen hier die extra Stages an. Das wollte ich sagen.
So in etwa muss man sich die den Schwierigkeitsgrad vorstellen. Er ist teilweise so knackig, dass man manche Abschnitte einfach unzählige Male wiederholen muss, bis man es nicht durch Können schafft, sondern durch reinen Zufall. Da hatten wir mehr Passagen. Die Musik, zur Musik kann ich sagen, dass sie anfangs, ich glaube, es sind nur 3 oder 4 Musikstücke. Die Musik war anfangs nicht aufdringlich, die hat mir gefallen, die war fetzig, die war den jeweiligen Leveln gut angepasst und ausgesucht. Ist mir aber nach 43 Parts letzten Endes dann doch ziemlich auf den Sack gegangen. Was aber allgemein am Spiel selber lag, der Schwierigkeitsgrad und das permanente Failen und nicht vorankommen, das drückt halt den Spielspaß nach unten, und zwar massiv. Habt ihr ja mitgekriegt. Zur Story. Ja, zur Story kann ich gar nichts sagen. Also mir ist keine Story ersichtlich. Ich erkenne da keine. Es gibt da draußen Tohu-Fans, die da ganze Internetseiten füllen mit der angeblichen Story dieses Spiels. Ja, die erschließt sich mir nicht. Wo soll die sein? Ich sehe hier die Alice, ich sehe Marissa. Alice frisst einen Pilz und stirbt. Marissa frisst einen roten Pilz und stirbt. Und das ist die Story. Ich verstehe sie nicht. Sollte eine vorhanden sein, ich verstehe sie nicht. Ja, es ist ein Jump'n'Run, es braucht keine Story. Mario kommt auch ganz gut ohne Story aus, beziehungsweise im Großen und Ganzen immer mit derselben. Rettet die Prinzessin. Ja, wir spielen hier kein Rollenspiel, wir spielen hier kein Adventure oder sonst was. Wir brauchen keine Story in dem Sinne. Es ist einfach nur von Level zu Level sich vorarbeiten, und das haben wir gemacht. Im Großen und Ganzen müsste man ein 100% Let's Play durchziehen, müsste ich das Ganze jetzt nochmal mit der Alice spielen. Und darauf, Leute, kann ich gern verzichten. Ich verspreche nicht, ich sage jetzt mal, vielleicht werde ich das irgendwann mal tun, um dieses Let's Play 100% zu komplettieren. Aber ich verspreche es nicht. Und vielleicht habe ich da wirklich irgendwann mal Lust zu. Aber jetzt momentan sage ich definitiv nein, danke. Ja, so viel zum Spiel. So viel zum ganzen Gameplay. Was verhunzt worden ist bei dem Spiel, ist dummerweise die Steuerung, aber ich bin sicher, dass das auch Absicht war. Die Entwickler wissen ganz genau, dass sie mit ihren Tohu-Figuren innerhalb des Jump'n'Run-Genre sich nie an die Spitze hocharbeiten. Das wird nie eine Konkurrenz werden für Mario, Sonic und Co. Aber sie können aufgrund des Schwierigkeitsgrads ein Interesse wecken bei Hardcore-Gamern, das andere Spiele halt eben nicht wecken. Es wird oft kritisiert, die neuen Mario-Spiele werden einfach zu leicht. Und da hätte der Hardcore-Gamer endlich was, wo er sich ja mal die Zähne dran ausbeißen kann. So Leute, ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen, ich bedanke mich für die Geduld und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Projekt auch wieder sehen. In diesem Sinne, Servusler, macht's gut, euer Doschen.